Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with another part of How to Play Tekken Tag Tournament 2 wie ein Anfänger. Und das hier sind wichtige Details. Hier mache ich noch kurz das rein, was ich in Part 1 Plus vergessen habe. Ich habe es eigentlich in den Editor reingeschrieben, aber ich zeige es euch nochmal, um sicher zu gehen, dass ihr das nicht misst. Und dann fangen wir auch gleich an und es hat auch einen bestimmten Grund, warum ich jetzt mein Kazuya Bryan Team habe. So, und zwar das Ding ist, zuerst machen wir das mit diesen Get Up Kicks, was ich da reingeschrieben habe. Und zwar, wenn ihr, wie ging das nochmal? Genau, wenn ihr brettert, ich hätte es jetzt kurz auch einstellen können, könnt ihr diesen Get Up Kick machen. Und dafür drückt ihr kurz nach hinten und dann beide Kicks, also 3 plus 4. Und das sieht dann ungefähr so aus. Ja, das kann Kazuya auch, das kann jeder Charakter. Wie brettert der nochmal nach vorne? Egal, ich stelle das mal kurz ein. Positionseinstellungen. Spieler. Gesicht nach oben, vorne. So, und jetzt, zack, man kann das auch spammen, das kommt dann auf jeden Fall, das kann jeder Charakter. Kurz erklärt, hingekriegt, da unten seht ihr den Befehl, passt. So, wegen dem Roll-Up hier, hier, spamme ich Forward und 1 plus 2. Das kann ich immer machen, wenn ich eine Rolle mache und es kommt daher, weil es ja diese Running Attacks gibt, die ich glaube ich nicht richtig gescheit gezeigt habe. Ihr macht ein Running, also dreimal nach vorne und dann Kreis für den Slide, also vor für den Slide, wie ich schon mal erwähnt habe. Dann das Korean 3. Dann gibt's, je nachdem, jeder hat was anderes. Manche haben was bei 1, manche haben was bei 2. Kazuya hat es jetzt nicht. Aber dafür die Parade 1 plus 2 hat, jeder. Und das könnt ihr so machen oder während dem Taggen auch. Also ist alles genauso möglich, weil es ja die Running Motion ist, die Running Bewegung. So, das hätten wir jetzt auch. Jetzt, falls ihr mein Commentating Video schon gesehen habt, ist egal, ich zeige es euch hier jetzt nochmal. Ich stelle das mal jetzt wieder kurz zurück vorne. So. Und zwar gibt es ja dieses Delay, was ich mit Lore gesprochen habe. Das ist aber keine Attacke, sondern ein bestimmter Move. Und zwar gibt es eine Attacke von Bryan, die Sidestep 2, 3. Ja? Und jetzt gucken wir, was ich mache. Sidestep 2, 3. Viel langsamer als das ganz normale, wenn ich schnell hintereinander drücke, ja? Und dieses Verzögern sagt eigentlich schon Delay. Es ist für die Mind Games. Man kann auch delayen, um vorzutäuschen, dass der 3 von unten kommt, so dass der Gegner sich von oben schützt und man dann irgendwas macht, was ihn mit richtig gut punishen kann. So, das hätten wir auch schon, ging ja ziemlich schnell, ist hoffentlich gut zu verstehen. Wie gesagt, jeder Charakter hat da was anderes. Hier, die Attacke von Kazuya, back 2-4-1. Kann man auch delayen. Hier. Jeden einzelnen sogar. So. Das müsst ihr für jeden Charakter selbst einzeln rausfinden. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, ist so allgemeines halt. Okay. Ich guck mal noch kurz was nach. Ganz kurz. Okay, passt. So. Das hätten wir jetzt auch. Und, Splats hat eigentlich einer von den Splats. Ja, Splats ist halt dieses, sag ich jetzt mal, zurückfetzen. So von wegen, verpiss dich weg von hier, ja. Dieses Wegschucken. Und da hat jeder eine ganz andere Attacke. Die meisten, jetzt bei Bryan und Ding nicht. Ich kann es euch nachher mit anderen zeigen. Und zwar, wo ich auf jeden Fall weiß, dass es jemand direkt so hat, sind Aimer King, Paul und Lars. Und jeder hat aber trotzdem, auch wenn er nicht dieses direkte Forward 1 plus 4 hat, ja, weil hier ist es bei ihm zum Beispiel seine Unblockable. Bei Bryan ein Splat könnte man zum Beispiel verursachen durch Forward, Forward 2 kurz vor der Wand, damit der an der Wand angelehnt ist. Gilt sozusagen als Splat bei Kazuya wäre es eine Counter-Attack.
Und zwar Back 1, 2. So, nochmal kurz, um, vielleicht habe ich es vergessen. Counterattacks sind die, die den Gegner meistens punishen, wenn er eine, wenn ihr euch vor einer Attacke geschützt habt, die auch eine kleine Recovery Frame hat, und das nennt man dann Punish, und das sind halt diese Counterattacks. Und jeder hat da besondere. Die Standard von den Mishimas ist eigentlich 1-1-2. Bei Katsuya ist es Back 1-2. Brian müsste eigentlich auch welche haben. Es ist meistens Forward-Forward-2. Wobei man dafür für Forward-Forward-Forward extra Frames verbraucht. Also, ich glaube, 1-plus-2 müsste gehen. Was könnte noch gehen? Down-Back-2 müsste gehen. Je nachdem, wie schnell sie sind. Jeder hat andere. Bei Jin, wie ihr es in meinem Commentating-Video gesehen habt, war es 2-4. Bei Law war es Forward-Forward, 2-3. Und wie gesagt, diese Splats mit Forward 1-plus-2 sind auch Counter-Attacks und Splats gleichzeitig. Das heißt, wenn ihr einen Gegner an der Wand habt und er macht eine Attacke und ihr habt euch dagegen sozusagen geschützt, dann macht ihr einen Punish, also eine Counter-Attack, wo er sich dagegen schützen kann und gleichzeitig gegen die Wand landet, damit ihr ein Combo daraus machen könnt, ja? So, das hätten wir jetzt auch soweit. Wie gesagt, die Splats zeige ich euch mit anderen Charakteren nochmal extra. Und, was ich euch noch nie gezeigt habe, ist, und zwar, denkt ja jeder, die meisten Kombos gehen so hochfetzen, oben behalten und dann mit einem Tag Assault weitermachen, ja? Sowas. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, und zwar nicht nur, wenn ihr euren Gegner dazu bringt, dass er hochfetzt oder ähnliches, sondern auch, wenn ihr ihn in so eine Position bringt mit einem Sweep, ja? Da zeige ich euch mal kurz was. Auch solche Kombos sind möglich. Und, vor allem welche, wo er jetzt, sagen wir mal, abstürzt. Warum sage ich abstürzt? Weil ich kenne jetzt nicht den genauen Namen dahinter. Aber ich zeige euch, was ich damit meine. Und zwar sowas. So, ihr seht, der braucht ziemlich lange, um auf den Boden zu kommen. Und jede Attacke, die den Gegner dazu bringt, so lange in der Luft zu bleiben, ob es jetzt sowas ist, oder sowas ist, aus jedem von diesen Dingern kann man ein Combo machen. Hier ein Beispiel. Ja, also denkt nicht, dass es nur einen Standardweg gibt, ein Combo anzufangen. Ich glaube, das müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, seht ihr? So. Und bei Brian ist es so, es kommt ja je nachdem an, wie viele Pick-Up-Moves, also Hochheb-Moves, euer Charakter hat. Je nachdem könnt ihr euren Combo verlängern. So, ihr seht, hochgefetzt. Jetzt wäre ich jetzt schnell genug gewesen. Habe ich ein Combo hingekriegt. So, mache ich das jetzt zweimal, trifft es trotzdem. Und wieso trifft es trotzdem? Weil es ein schneller Pick-Up-Move ist, eine ziemlich kleine Distanz verbraucht, also ziemlich kleine Range, und ihr einen guten Follow habt mit einer guten Range, und das ist der hier. Also ich könnte den hier, weil er so lange braucht, bis er runterfällt, ja, und weil diese Range von diesem Forward 4-1 so gut ist, trifft selbst so. Also mit dem Move könnt ihr es so machen. Das trifft normalerweise, verkackt. Trifft auch. Und es gibt sogar eine Möglichkeit. Also, da die letzten treffen nicht vor, aber wenn da eine Wand ist, ja, könnte man irgendwas machen. Okay, den kriege ich da nicht. Auf jeden Fall, aber es wird trotzdem möglich, auch wenn ich es jetzt nicht hinkriege, es wird trotzdem möglich, ja. Es kommt immer drauf an, was für Pick-Up-Moves euer besonderer Charakter hat. Bei Jin wär's jetzt Back to One, ihr habt ja gesehen, habe ich ziemlich oft verwendet, nachdem ich den Gegner irgendwie runtergefetzt habe. Und selbst Jin hat andere Möglichkeiten, als nur hochzufetzen. Und das ist halt Art of Combo. Ihr müsst halt gucken,
Welche Attacken fetzen den Gegner so hin, dass er lange in der Luft bleibt? Welche Attacken könnt ihr benutzen, um den Gegner möglichst lang in der Luft zu behalten? Und welche Attacken haben genug Range, um den Gegner in einen Kombo, also damit ihr einen Kombo vollbringen könnt? So, das wäre eigentlich jetzt auch geklärt. Und jetzt die Stunts. Davon habe ich eigentlich auch schon erzählt. Und zwar Stunts ist so, ihr bringt den Gegner in so eine Art Position, wo er gerade, wie sagt man das gestunt? Ich weiß gerade nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Auf jeden Fall ist es, den Gegner in so durch eine Attacke in so eine Position zu bringen, dass er in einem bestimmten Zeitraum, in einem bestimmten Zeitfenster nichts machen kann. Er kann sich nicht ducken, er kann sich nicht schützen, er kann sich allgemein nicht bewegen, er kann nicht angreifen, gar nichts. Und zwar wäre das hier das da. Seht ihr? Der hat sozusagen kassiert und denkt sich, ouch, und brettert langsam vor sich hin. Das wäre jetzt bei Katsuya hier auch das While Standing 2. Ihr seht, er hat Bauchschmerzen, kann nichts machen, weil er von diesem Hit getroffen wurde und fällt langsam runter. Und ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, okay, der letzte war ein Fail. Aber ihr wisst, was ich meine. Und lauter solche Dinge, es sieht entweder so aus oder so aus, die nennt man Stunt. Dass man den Gegner mit einem Stunt getroffen hat und dann hat man auch, meistens kann man auch während einem Stunt wechseln. Dann kann man auch ein Combo draus machen. So, gesehen? Deswegen sind diese Dinger, diese Stunts, sind zwar assi krass und ziemlich gut, aber das Ding ist, sie verbrauchen sehr viele Frames. Das heißt, sie treffen meistens nicht, weil würde der sich hier jetzt schützen, dann würde zwar der erste vielleicht treffen, aber der zweite und somit der dritte auch wieder nicht, außer ihr macht ein bisschen Mindgames, verarscht ihn, delayed und haut den dann rein, weil das könnte auch so aussehen, als ob ihr einen dritten machen wollt, ja? Aber dann kommt ihr auf einmal von unten. Ist alles eure Sache, wie gesagt. So, dann hätten wir das jetzt eigentlich auch durch. Um euch nochmal zu zeigen, es gibt wirklich mehrere Wege, Kombos zu machen, kann ich euch zum Beispiel das hier zeigen. Seht ihr? Er hat länger gebraucht, um auf den Boden zu fallen. Und deswegen habe ich ihn mit einem Get-Up-Move sozusagen zu einem. Diese ganze Motion zu einem Combo gebracht. Es muss jetzt kein direkter Tag Assault danach sein, wie ihr hier seht, aber ihr könnt es trotzdem machen. Okay, die Rage war da nicht gut genug. So. Es gibt viele verschiedene Wege und bei den Mishimas ist es meistens Forward Forward 3, selbst bei Jin. Weil er so lange gebraucht hat, um. Okay, den hätte ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser machen können. Da. Kommt je nachdem an, ihr habt jetzt gesehen, wenn ihr nochmal gucken wollt, okay, muss der brettern, wie muss der gestunt werden, spult einfach nochmal zurück und guckt es euch an. Stunts, ich guck mal kurz noch meine Liste durch, ob ich was vergessen habe. Get up Kicks. Tam, tam, tam. Müsste eigentlich alles passen, das mit den Flows habe ich euch ja eigentlich auch schon erzählt. Dann gehen wir jetzt mal rüber, wechseln die Charaktere und ich zeige euch das mit dem Wall Splat beziehungsweise Counter Hit. Charakterauswahl. So, dann nehmen wir jetzt mal Aimer King und Lars einfach. Und dann eine Stage mit einer Wall. Wo gibt's eine gute Wall? Hier nehmen wir das. Die Arena sieht gut aus. So. Genau, jetzt ist mir was eingefallen, was ich euch noch, was ich gar nicht hingeschrieben habe, aber ich kann es euch trotzdem mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit denen hier hinkriege. Ja, doch, müsste funktionieren, aber passt. So. Und zwar, wir gehen jetzt an die Wand. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Positionseinstellung. Standardposition, Wandtreffer. So. Ich bin. What? Warum bin ich auf der falschen Seite?
aus. So, ihr seht hier, der Gegner ist an der Wand und ich habe euch gesagt, Forward 1 plus 4 ist meistens das, was als Splat bzw. als Counter gilt, weil es ziemlich wenig Frames verbraucht und den Gegner sozusagen wegfetzt, so wegen verpiss dich, wie ich schon davor gesagt habe. So, hier, seht ihr, ein Move und direkt an der Wand. Dasselbe mit Lars. Und es können eigentlich noch ein paar mehr Charaktere, ich glaube, Ling Xiaoyu war auch eine davon. So, und das Ding ist, wenn ihr den Gegner an der Wand habt, ja, könnt ihr entweder, weiß ich was machen, nochmal, weil dieses Forward 2-1 splattet auch, aber es ist nicht ein so guter Konter, weil er ein bisschen mehr Frames verbraucht als der hier. Und oder ihr könnt auch direkt sowas machen. Oder wenn ihr King Aimer King Profi seid, macht ihr ein Air Grab, ja, ein Lift Grab, sozusagen ein Grab in der Luft, ein Throw in der Luft. Und das Ding ist, wie nenne ich es jetzt? Ich nenne es jetzt mal einfach Air Grab, weil mir das Ding nicht richtig einfällt. Muss man nicht nur machen, wenn der Gegner hochgefetzt ist. Also kann man nicht nur machen, wenn der Gegner oben ist. Sondern, wenn er irgendwie gestunt ist, wenn er an der Wand ist und selbst, so, wenn seine Beine oben sind, selbst dann könnt ihr die hinkriegen. Selbst wenn ihr ihn umgeschmissen habt, durch den Boden gefetzt habt, die kommen immer durch. Die kommen wirklich immer durch. Aber es müssen wirklich diese Air Grabs oder Running Grabs sein. Sonst funktioniert das nicht. Sonst geht es nicht. Ein zum Beispiel Jin, ja, mit seinem normalen Grab oder Lars mit seinem normalen Grab. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Und hier Aimer King mit seinem Giant Swing. Funktioniert. Lars hat eigentlich auch einen. Aber es ist ein. Wartet mal. Es ist ein Instant Running, also Instant Korean Throw hier, aber ich kann den noch nicht so gut. Da bin ich noch nicht gut, nicht zu gut darin, vor allem bei dieser Range wäre das jetzt von hier, wäre das für mich kein Problem. Und ab da, ab den normalen Abstand habe ich schon Probleme deswegen, aber ihr wisst ja Bescheid, wenn ich euch sowas zeige, das war jetzt zu langsam. Und das Ding ist, diese Air Throws, ja, ihr müsst nicht warten, bis die Attacke getroffen hat. Ihr könnt die Attacke drücken und direkt danach schon die Eingabe für die jeweilige Attacke geben, ja. Ihr müsst nicht drauf warten, bis irgendwas passiert. Ihr könnt es direkt machen und solange ihr alles richtig gedrückt habt, wird es direkt danach ausgeführt. So, um euch jetzt noch etwas zu zeigen, was ich nicht aufgeschrieben habe. Gehen wir mal wieder in Standardposition. Okay, und zwar solche Moves hier, wie so ein WGF, ja. Fetzt hoch in die Luft und taggt. Und es gibt aber noch verschiedene Möglichkeiten zu taggen. Und zwar eigentlich genau wie dieselben mit den Air Throws, wie ich euch gesagt habe. Na, Fail. Hier gesehen. Ich habe es ausgeführt und er hat trotzdem gewechselt. So, jetzt machen wir mal was anderes, um euch ein anderes Beispiel zu geben. Zum Beispiel hier. Ich fetze ihn so runter, dass ich eigentlich direkt hätte taggen können, ja? Aber jetzt schaut mal, was ich hier mit dem mache. Und zwar zuerst so. So, gesehen, er war unten. Es hat trotzdem getroffen und er hat danach direkt wechseln können. Wenn der Gegner jetzt wenig Leben hätte, hätte ich jetzt sowas gemacht. Also Running 4. Korean 4. Also dieses Sliding, von dem ich die ganze Zeit gelabert habe. Auf jeden Fall habe ich eigentlich noch was auf meiner Liste. Pickup Combos, es gibt noch verschiedene Attacken, weil ich euch ja gezeigt, die Just Frames und so weiter gezeigt habe. Apropos, Aimer King hat eine ganz besondere Just Frame, und zwar indem er sich auflandet und dann das VGF macht. Ihr seht schon, diese blauen Sparks ist auch eine Just Frame. Nimmt auf jeden Fall viel mehr ab. Es gibt aber genau die gleiche Kombo-Möglichkeit wie der hier. Und um euch das mit diesem Running Throw nochmal genauer zu zeigen, probiere ich jetzt mein Combo. Ich habe mit den zwei eigentlich nicht zusammen trainiert, aber vielleicht kriege ich es sogar mit einem Wall Splat hin, wer weiß.
Okay, die Range ist da zu klein, ich muss was Krasseres machen. Da. Gesehen, am Ende von einem Combo benutzt jeder JC, Michelle, Emma King, King, wahrscheinlich auch auf jeden Fall Lars Player. Und ich wollte eigentlich noch was zeigen mit einem Wall Splat. Aber wie komme ich so weit nach vorne? Ich überlege gerade. Ah. So. Da war ich zu langsam. Zack, 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 zack. Und da habe ich die Running Motion nicht hinbekommen. Gesehen, Wall Splat und danach trotzdem noch gekriegt. Und was mir gerade so nebenher noch einfällt, was ihr aber euch merken könnt, ist ganz einfach, wenn ihr Charakter maint, ja, und ihr wisst immer, was am besten ist, um zwischendrin, wie jetzt hier mit Aimer King, 3 plus 4 und 1 plus 2, ja, nochmal, 3 plus 4 und 1 plus 2 von Aimer King, ist so ein, oder besser 3 plus 4 und dann 2. Na komm. So, das ist so ein Standard. Zwei Hits nimmt ziemlich viel ab und lässt den Gegner in der Luft. Wenn ihr euch den merkt, dann ist es scheißegal, mit welchen Charakteren ihr spielt, solange Aimer King der zweite ist. Ihr könnt immer das gleiche benutzen und dann sicher gehen, das trifft und ich kann einen neuen Combo mit einem neuen Charakter daraus createn. Das heißt nicht, dass ihr für jedes einzelne Team immer verschiedene Kombos machen müsst. Das stimmt nicht. Ihr könnt Teile, die gut genug sind, behalten, für andere Charaktere dazu benutzen und dann passt es auch. Das nimmt euch auch keiner übel, das ist ganz normal, das machen selbst die Pros. So, habe ich sonst noch was vergessen? Ich überleg mal. Nein. Aber der Combo war scheiße. Ja, der war auch nicht gut. Aber auf jeden Fall, das müsste eigentlich gewesen sein. Werde ich irgendwas noch vergessen, kommt es noch dazu. Ich mache wahrscheinlich noch das Combo-Training da rein, das Combo-Tuning, weil da sind die ganzen Grundbegriffe im Groben drin. Man lernt von 0 auf 100, was man in Tekken einsetzen muss. Da wird es nicht so detailliert erklärt, wie ich das mache, weil die ganzen Grundbegriffe, die schon seit Tekken 1, 2, 3 und jeden Tekken vor diesem Tekken gibt, die werden da halt nicht erklärt, weil sie schon als Standard gelten, ja? Und deswegen, ich hoffe, ich habe dann alles durch, dass ich nichts mehr freigelassen habe. Wie gesagt, es gibt noch Special Moves wie die DSS, die Dragon Stance von Martial Law, dann zwei verschiedene Special Stances von mit Attacken von Steve. Und dann hat noch, was war noch, PEVGF, perfekte EVGF von Katsuya. Das sind noch Dinge, die ich üben muss, die kann ich noch nicht so gut. Aber ihr findet Tutorials und weiteres im Internet. Und in dem Combo-Tuning werde ich euch außerdem noch sagen, welche Tekken-Spieler gucke ich mir online an. Welche verfolge ich? Von wem gucke ich mir was ab, damit ich besser werde? Und ihr müsst mir nicht folgen, ihr sollt es nur als Beispiel nehmen. Vielleicht findet ihr gerade durch die, die ich verfolge, noch andere, die ihr besser findet. Und denkt, okay, der hat's drauf, den gebe ich mir, das macht Spaß. Und hey, ich habe da was gelernt, das ist cool. Und das kommt dann alles in Combo-Tuning, wenn ich's mache. Und bis dahin war's es eigentlich. Ich hoffe wieder mal, ich habe nichts vergessen, weil wenn ich jetzt das Ding hier ausschalte und dann kommt mir in den Kopf, ah shit, warum habe ich das nicht gemacht? Egal, scheiß drauf. Ich kann immer noch ein Part hochladen. Ich hoffe, dieses Ding hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch die komplette Playlist gegeben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube. So, und jetzt Advanced Things. Zuerst die schwierigsten Kombos, die mir eingefallen sind. Die man aber nur im Training schaffen könnte.
und nicht während des Kampfes, weil es einfach zu hart ist, außer man ist über Pro. Jetzt kommen die 4 EBGFs oder so und dann ein Reset. Was ist ein Reset? Ein Combo, ein Tag Assault nach einem Tag Assault. Eigentlich unmöglich, aber wenn man weiß wie, geht's trotzdem. Und das zweite Beispiel dazu. Und wenn ihr mehr davon erfahren wollt, gebt euch YouTube, fragt mich. Ich bin dabei. Haut rein. Das war's. Word.